Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben es Tag 5, 8 Uhr 4 abends. Und da ist schon wieder irgendwo ein Fuchs. Oh Mann, ey. Ihr seht's unten, 95. Ich habe ein bisschen zwischen den Folgen gearbeitet und gemacht und getan. Dann kam ein Fuchs. Und der hat mich einfach zerstört. Der hat mich einfach zerstört. Ich hatte keine Chance. Wo ist denn jetzt das Ding hin? Ist der weggeflogen vorher? Der hat mich einfach zerstört. Ich hatte überhaupt keine Chance. Der hat mich ruckzuck aus dem Leben geholt. Dann bin ich verblutet. Ja. Ich hatte keine Verbände mehr. Eins ganz zum anderen, ja. Deswegen haben wir jetzt nur noch 95. Deswegen ist auch jetzt ein bisschen später. Ich sammle hier schon wieder die Hälfte ein. Ich würde vorschlagen, wir laufen einfach nochmal kurz rüber. Ich habe nämlich noch ein paar Pfeile gemacht. Wir haben jetzt, glaube ich, 10 Stück. Wir laufen nochmal rüber kurz zu den Krokodilen, holen uns die restlichen 3 Leder. Dann können wir uns noch den Rucksack craften. Und dann haben wir den großen Rucksack und können dann... Ja, ich denke erst in der nächsten Folge. Wir werden jetzt dann in der Folge noch ein bisschen was an der Hütte machen, damit wir da ein bisschen vorankommen, ein bisschen Holz schlagen. Und ja... Dann werden wir in der nächsten Folge, denke ich, nochmal das Dorf besuchen. Jetzt ist es mittlerweile auch so weit, dass minütlich entweder ein Vampi auftaucht oder irgendein Tier oder. Also wir haben jetzt richtig Spaß. Jetzt ist es wieder richtig Bambule bei uns. So. Nichtsdestotrotz brauchen wir 3 Krokos. Nur 3 Stück. Und ich habe mir nochmal eine Dose Fruchtsalat reingehauen. Jetzt sind wir bei 103 Ausdauer, aber trotzdem bringt das irgendwie nichts. Ich weiß auch nicht. Ah, hier kommt schon mal einer. Siehst du, da kommt der erste Kandidat. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Jetzt hier haben wir ein kaputtes Mofa, ey. Zack. So, gib mir trotzdem meine Pfeile zurück. Ich will meine Pfeile. Ich denke mal, da steht eins direkt neben mir, ne? In dem Fall habe ich noch 3 Stück verloren. Das ist doch ein Witz, ey. Eins. Der war daneben. 2, 3, 4, 5. Wie viel haben wir jetzt? Ah. 4 Stück noch. Ah. Das langt nicht mehr für einen Kroko. Das langt nicht mehr für ein Kroko. So, wo ist denn das Kroko noch? Da hinten war noch eins, ne? Hier ist noch eins. 1, 2, 3, 4. Na komm! Oh Gott! Oh, steckt aber ganz schön tief im Auge. So, dann gleich einen Verband nehmen. Ich habe ein paar gemacht. So, da haben wir unsere 3 Stück. Und unser Fleisch. Sehr gut. Das heißt, lass uns abhauen. Lass uns wieder abhauen nach Hause. Richtige Richtung. Richtige Richtung. Ab nach Hause. So. Oh Gott. Also wir müssen unbedingt die Knochenpfeile machen, wenn wir die... Wir brauchen unbedingt die verbesserte Werkbank. Wobei, wir haben doch Knochensplitter gefunden. Entschuldigung. Wir haben ja Knochensplitter gefunden, rein theoretisch können wir ja... Melone, die nehmen wir mit. Oh, wir sind überladen. Wir essen die Melone gleich und gehen weiter. Wir können ja rein theoretisch... die Knochenpfeile machen. Weil wir am Dorf welche gefunden haben. Hm. Müssen wir da mal gucken. Aber erstmal müssen wir den Rucksack bauen. Wichtig. Diese Ausdauer. Diese unbändige, bescheidene Ausdauer. So. Schon sind wir daheim. Oh, sieht schon geil aus, ne? Also der Himmel sieht auch schon echt nice aus. Das Einzige, was sie echt noch rauspatchen müssen, ist, dass die Tiere und die Vampis hier
unter Wasser die ganze Zeit laufen, weil ich höre die ganze Zeit irgendwelche Viecher, aber ich gehe auf die Suche und finde nirgends welche. Und dann stehen wir hier da mit unserem Talent, weil die da irgendwo im Wasser rumlaufen und auf einmal auf der Ecke auftauchen. So, lass uns nochmal gucken, was kostet denn jetzt nochmal der Rucksack? Das waren 2 Seil und 8 Haut. So, der Käse kann rüber, der Käse kann rüber. Dann waren es 2 Seil und 8 Haut. So. 5, 3. Großer Rucksack. Jetzt bin ich einmal gespannt. Alter! Ohohoho. 75 Kilo! Das sind 25 Kilo mehr als zuvor. Krass, der ist ja mal riesig. Und Essensfach? Waffen können wir noch genauso viel. Essensfach ist jetzt auch... Also ich müsste mich jetzt täuschen, ob es minimal größer geworden ist, aber... Aber hier, oh, geil. Geil, 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 geil. Wie geil ist das denn, das feier ich. So, dann gehen wir gleich pennen, komm. Boah, wie geil. Boah, das freut mich. Das finde ich geil. Haben wir den großen Rucksack, richtig nice. Dann können wir morgen in der nächsten Folge schön ins Vampidorf gehen. Und da schön einsammeln. So, was haben wir hier? Wir brauchen alles ein bisschen. Brauchen alles ein bisschen. Und da wir alles ein bisschen brauchen, ziehen wir uns eine schöne Dose rein. Aber wir sollten vielleicht, habe ich jetzt überlegt, wir haben zwar ein bisschen Fleisch, das verdörrt für Biofuel für das Ding, aber wir könnten auch noch, weil wir haben draußen eigentlich jetzt die Dinger eigentlich voll hängen. Dann haue ich die 6 Stück Fleisch mal hier rein, dass die auch noch verderben, dass wir uns da ein bisschen Biofuel machen können. Genau, sehr nice. So, wie schaut es hier aus? Das braucht alles noch ein bisschen, weil die Drying Racks hängen ziemlich voll. Gut, beim nächsten Tier. Ach, guck dir das an, du hast da 4 Dinger und es ist völlig egal. Krass, wie geil. Wie geil ist das denn? Das feiere ich gerade. Leer machen. Brauchen Wasser. Hilft alles nichts, wir brauchen Wasser. Und wir müssen dann mal schauen, ob wir irgendwo zu einem Aluminium-Spot kommen. Ich bin immer überlegen, wenn wir das, bin am überlegen. Entweder wir bauen den Extraktor fertig und gehen dann damit irgendwo hin. Weil ich weiß nicht, ob du vielleicht auch ein paar Vorkommen so findest oder ob du nur alles mit diesem Mineralextraktor abgebaut kriegst. Alter, verpiss dich, ey. Wahnsinn. Am frühen Morgen gleich genervt. Am frühen Morgen... Oh, jetzt habe ich ja noch einen Pfeil ver... Hallo? Hatte ich nur noch einen Pfeil oder was? Oh, ich flippe aus. So, dann gibt's halt einen großen Pfeil. Stimmt, ich hatte nur noch einen Pfeil, ne? Oh, 6 Federn. Ja, das läuft doch. Können wir gleich Pfeile machen. Dann können wir doch gleich Pfeile machen. So, wo waren die Knochensplitter? Hier waren die Knochensplitter. Sehr nice. So, wie waren die Knochenpfeile nochmal? Lass mal gucken. Knochenpfeile waren 3 Stück. Ein Knochenpfeil, 5 Pflanzenfasern. Konnte man davon Bündel machen? 5 Knochensplitter, 5 Federn, 5 Stock, 5 Seil. Quatsch, ich habe beim Ding geschaut, beim Speer. Also. 5. Halt, 5 Knochenpfeil, dann einer, hä? Achso, ich habe einen da gelassen, ich Idiot, okay. So. Ja, fehlen uns so Federn, ne? So, lass mal gucken. Zack, und die kriegen wir jetzt wenigstens so gut wie wieder zurück. So, hier hin. Ein Stock kann wieder hier raus. Dann ist er zufrieden und glücklich. So, zack. Sehr gut.
So, dann haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Holz zusammenschlagen. Damit wir da mal ein bisschen vorankommen. Dann machen wir das auch. Ich hoffe, die Wampis stören uns nicht. Siehst du, da steht auch gleich noch ein Gürkchen für uns. Sehr nice. So, die Axt ist auch noch ein bisschen. Ah, ein Wildschwein. Sehr schön. Läuft doch. So, zack, zack, zack. Huch. Manchmal, ne? Wenn du so schnell machen willst, ist manchmal nicht gut. So, halt. Dich brauchen wir. Ja, die Bäume da an der Ecke sind halt auch ein bisschen doof, weil dann immer die Holzscheite ins Wasser fallen, ne? Wenn es so kleine sind, ist es nicht so schlimm, aber bei den großen, da fallen immer so viele rein. Weil du die nicht schnell so, nicht schnell aufsammeln kannst. So. Halt, Tür auf. Und da rein spaziert, Tür zu, und dann lass ja wieder ungebetener Besuch da steht. Die müssen wir, glaube ich, auch gleich wieder reparieren, die Tür, wenn wir Bretter haben. Zack. Dann können wir mal gucken. Hier sind drei Holzscheite drin, hier. Hier sind keine drin. Zack, zack, zack. Wenigstens ein bisschen hier. Zack, zack. Und weiter geht die wilde Fahrt. Und Tag ein bisschen nutzen, ein paar Bäume schlagen, zusammen. Ein bisschen entspannen, keinen Stress machen. Ah, da waren Federn. War nie aufgepasst. So. Ich sag euch, dieser blöde Fuchs, ne? Manchmal sind die so imbar, das ist der Wahnsinn, ey. Wenn sie draufschlagen, wie du willst, interessiert dich nicht. Jetzt kommt schon wieder ein Bär. Der ist wieder unter Wasser bestimmt. Bären gibt es ja auch wie Sand am Meer. Das ist ja richtig abartig hier. Ey. Bären gibt es richtig viele. Ja, aber solange die uns nicht auf den Keks gehen, gehen wir denn auch nicht auf den Keks. Leben und leben lassen, sage ich immer. So, zack. Dann hier fehlen noch zwei, hier noch einer. Zack, zack. So, turnt er da draußen irgendwo rum. Das ist bestimmt im Wasser wieder, 100 pro. 100 pro. Deswegen versteckt man uns hier hinten ein bisschen. Das Einzige, was dann wahrscheinlich wieder auftaucht, sind die Vampis. Und die Energie. Also von diesen 4% mehr merke ich noch nichts, ne? Da merke ich noch nichts. Was würde mich echt mal interessieren, wie weit es hochgeht, ne? Wenn du da wirklich die ganze Zeit nur Melonen jetzt anpflanzt und dann die ganze Zeit Melonen reinhaust mit der Dose hier, den Fruchtsalat machst, bis wie viel du hochkommst. Weil, wenn das jemand zufällig weiß, dann schreibt das mal in die Kommentare, weil es interessiert mich nämlich. Falls jemand weiß, wie weit man da hoch, hochziehen kann, ob das schon mal jemand ausprobiert hat. Ob man da jetzt dann nur bis was weiß ich, nur maximal 10 oder sogar bis auf 200 hoch oder so. Wäre schon mal interessant zu wissen. So. Hier waren wir voll, hier fehlen noch, hier. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Auf jeden Fall ist es ein cooles Ding. Also ich finde es echt nicht schlecht. Mit dem Fruchtsalat. Warum nicht? Ist eine witzige Idee auf jeden Fall. So, zack. Zack. So, und das Regal muss auch noch was rein. Und schon ist wieder alles leer. Das ist der Wahnsinn, ey. Und schon ist wieder alles leer. So. Und schon haben wir wieder alles leer gemacht. Läuft. Wie ein Länderspiel. So, machen wir doch mal hier ein paar weg. Huch, das war keiner. Hier ist einer. Ah, ja. Aber das war so klar. Ich habe gar nicht drauf geschaut, aber es war mir echt klar. Aber wir haben hier noch einen Stock. Drin ist noch ein Stein. Können wir die Tür offen lassen. Sind eh wieder draußen. So, dann ein Stock. Zack. Und weiter geht die wilde Reise.
So. Zack. So. Bin mal gespannt, ob man, habe ich jetzt gar nicht gesehen, ob man sich dann auch vielleicht noch irgendwann bessere Werkzeuge machen kann, was sich dann aus dem Eisen oder aus dem Kobalt oder Kupfer, dass man sich dann bessere Pickaxe machen kann oder bessere Äxte oder bessere Speere. Wäre auch interessant, ne? Wäre auch cool, wenn man sich da was upgraden könnte. Wäre schon cool, wenn sie das machen würden. Kommt bestimmt irgendwann. Gehe ich stark davon aus. So, der passt hier nochmal drauf. Och, bitte, ey. Leg doch den scheiß Wagen weg. Wieder alles verstreut. Oh Gott, wie ich das hasse. Ja, dann ist es so. Dann ist es so. So, Tür mal offen gelassen. Das heißt, wir können gleich rein. Zap, zap, Tür zu. Und gleich wieder sägen wie ein Weltmeister. Gab's da nicht auch noch was anderes, habe ich gesehen? Kreissägetisch. 8 Eisenbahn, 2 Kobold, 4 Mechanik, 4 Elektroteile. Gut, da haben wir noch gar nichts von. Ne? Also. Aber da habe ich von gehört, dass der besser sein soll als die normalen Sägetische, dass du da mehr Holz rauskriegen sollst. Wir lassen uns überraschen. Lass dich überraschen. So. Zack. Na, das können wir auf dem Weg gleich nochmal ein paar Bretter holen. So. Dann hier. Gut, haben wir nichts mehr. Sehr nice. So, lass uns gleich nochmal neu anzeichnen. Nicht, dass wir denken, wir sind gleich fertig. Und da regnet es auch schon wieder. Zack, zack. Ne, hier brauchen wir nicht zumachen. Aber hier. So. Fehlt noch ein bisschen was, ne? Da fehlt noch ein bisschen was. So, komm, eine Fuhre holen wir noch. Eine Fuhre holen wir noch. Dann können wir die Kisten vielleicht noch fertig machen. Haben wir irgendwo noch große Bäume da hinten. Ah, da ist aber wieder nah am Wasser. Hier. Hier sind noch große Bäume. Das ist ein kleiner. So, lala. War herrlich bei dem Wetter. Herrlich. Ich mag dieses Gewitter. Ich kann es immer wieder nur sagen. Ich mag dieses Gewitter bei The Infected. So, zack. Was ist denn? Die Schmieden müssen wir auch nochmal rangucken. So, ich will mal es ausprobieren. Lass uns mal hier vorne an den Baum gehen. Wir haben ja jetzt den großen Rucksack. Davon passt jetzt nichts mehr in den Wagen. Geil. Geht einfach alles rein. Da geht einfach alles rein. Komplette 3 Baumstämme gehen da rein. An Stöcke und Feuerholz. Wie krass ist das denn? Boah, der Rucksack ist geil. Der Rucksack ist richtig nice, ey. Da können wir mal ein paar Stöcke wieder auffüllen. Und hier draußen passt noch mit dem Feuerholz. Hier müssen wir auf jeden Fall nachlegen, ne? 1, 2, 3, 4. Wir müssen draußen das Ding anmachen, dass wir Kohle extrahieren können. Weil ich, soweit ich weiß, kann man mit Kohle viel besser, also die ist viel langlebiger, Kohle als, als die Hölzdinger da. So, müssen wir wieder anschmeißen hier. Zack und an. Dann hier rausholen, neue Steine rein und Schmiede an. Können wir gleich nochmal einen klauen. So, das ist Aluminium. Halt, erstmal rausholen. Zack und Schmiede an. Ist die angemacht? Ja. So, hier 2 Steinchen rein. Schmiede an. Ja, das war so klar. Das war mir so klar, dass dieses Regal falsch mitsteht. Warum auch immer.
So, da haben wir schon mal zwei drin. Sehr gut. So, das hier. Zack, zack, zack. So. Dann, hier waren noch gefehlt. Hier waren noch gefehlt. Schwierig. Hier haben noch Hölzer gefehlt. So. Na komm. So. Hier fehlt noch. Gut, können wir hier noch was anzeichnen? Ja, wir können hier gleich noch was anzeichnen. Zack. Und zwar hier. Das hier. Und das war's dann auch. Mehr nicht. Genau. Mehr können wir nicht anzeichnen. Oder können wir das noch? Ich weiß nicht, wenn wir das noch anzeichnen. Ne, geht denn nicht. So breit ist das nicht. So, und dann müssen wir hier... Muss ich mal überlegen, wie ich es mache. Oben noch ein komplettes Stockwerk draufsetze. Keine Ahnung. Müssen wir überlegen. Muss ich mir überlegen. So, die Schmieden laufen durch. Hier ist auch schon wieder fertig. Sehr nice. Ein Eisenbrocken. Komm. Heute machen wir mal ein bisschen arbeiten. Heute wird ein wenig geschafft. Na? Heute wird ein wenig was geschafft. So, dann können wir gleich wieder einen machen. Zack. Zack. Oh, bitte, ey. Keine Zeit für sowas. So. Können wir mal unsere Knochenpfeile arbeiten lassen. Hallo? Der tänzelt hier rum, ey. Wie so ein Breakdancer, jawohl, und der Pfeil ist da. Kartoffeln. Was ist, wir haben hier draußen noch ein Beet? Das müssen wir auch noch machen. Da draußen ist ja auch noch ein Beet. Das fertig gemacht werden muss. Steine sind auch schon wieder leer. Hey, ja, ist alles schon wieder leer. Essen ist auch schon wieder fertig. Zack, einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. So, Tür zu. Dann die Samen rein. Die Samen rein. Das kann auch schon wieder rein. So, hier habe ich alles voll gemacht. Ist ja schon wieder falsch angehört, ne? Dann könnten wir rein theoretisch... Willst du mir jetzt nicht sagen, dass die scheiß Melone weg ist, oder was? Hä, was? Warum? Warum? Okay. Ist egal. Habe ich die Dose noch einstecken? Hat er noch. Hat er noch. So. Dann. Einmal. Zweimal. Dreimal. Bam. Dann ziehen wir uns das gleich rein. Und dann. Nochmal rüber. Noch ein auf Reserve. Sehr nice. Guckt euch das an. Da müssen wir ein bisschen Fleisch essen draußen. Ein paar Proteine. So, ein paar Proteine sind immer gut. Einmal, zweimal, dann noch ein paar Gürkle von Dost. Trinken noch einen Schluck. So, haben wir noch Wasser? Wasser ist da, sehr schön. Trinken und auffüllen, sehr nice. So. Oh, holen wir nochmal Holz. Wemby war ja gerade da. Können wir nochmal Holz holen gehen. So, und schon haben wir 105. Ausdauer. Sehr schön. Läuft doch. Und wir haben noch ein Dösel auf Vorrat, dass wir auf 106 kommen. Sehr nice. Freut mich sehr. So, jetzt gibt es wieder schönes Wetter. Sehr schön. Regen hat aufgehört. Es sind aber ganz schön wenig Vögel hier, ne? Weil ich gucke die ganze Zeit immer halt ein bisschen aus, schon nach Vögeln oder sowas. Komm, machen wir gleich noch. Ich halte die ganze Zeit immer noch aus, schon nach Vögeln, dass wir noch ein paar Federn kriegen für Pfeile oder so. Ja, das bietet sich halt jetzt an. Das ist halt richtig geil. Du kannst jetzt einfach mal einen kompletten kleinen Baum mitnehmen und dir in den Rucksack schmeißen.
Du musst nicht nochmal extra jedes Mal nach einem Ding hin und zurück laufen. Das ist richtig geil. Das feiere ich gerade. Abartig. Das feiere ich gerade richtig. Ja, wenn ich das jetzt abschieße, rennt es ins Wasser rein und dann ist es weg. Da gehen wir mal wieder tauchen nach dem Reh. Da gehen wir mal wieder tauchen nach dem Reh. So, haben wir noch da ein bisschen was nahe. So. Hier hat noch ein Brett gefehlt bloß. Zack, zack und zack. Noch ein paar Bretter durchlaufen lassen hier. So, hier fehlen noch drei. Da machen wir noch Bretter draus. Zack, zack. Jetzt hat er das Falsche genommen, ne? Zack. Zack. Hier sind Bretter drin. Also ist, ich wollte draußen noch in das Beet reinmachen, ne? Wird wahrscheinlich jetzt immer lang. Ah, genau eins. Das ist doch nicht dein Ernst. Ah. Ein einziges. Ja gut, machen wir beim nächsten Mal. Dann machen wir das beim nächsten Mal. So, noch ein paar Stöcker rein. Siehst du, das fühlt sich auch langsam sehr gut. Ist ja richtig nice. Aber dieser Rucksack. Der Rucksack ist so Hammer. So, haben wir hier oben ja schon mal richtige Laufwege, ne? Läuft doch. Ich feiere diesen Rucksack, der ist so Hammer. Ganz einfach immer noch wieder sagen. So geil. Richtig nice. Hängen geblieben. Gegenstände, Bündel, 15 Pflanzenfasern, 25 Rindenmulch. Bisschen wegkriegen, ja, der nervt mich. 25. 25 und 15. Zack. 25 und 15. Zack. 25 und 15. Zack. So, haben wir schon mal 15 Tücher. So, auch schon mal was. So, restlichen Rindenmulch schmeiße ich weg. Die schmeiße ich hier rein. So, können wir noch irgendwas mit Tüchern bauen? Weiß ich, komme schon wieder vom einen ins andere. Kevlar, nee. Kupferbarren, Kevlar. Nee. Dafür brauche ich dann Tücher, aber die brauche ich jetzt noch nicht. Die brauche ich jetzt noch nicht. So, wie schaut es hier aus? Das geht noch 4 Minuten, dann müsste es spoilen. So. So, komm, die machen wir noch weg. Die machen wir noch weg. So. Zack. Dann zack und zack. So, so viel Steine habe ich nicht mehr. Dann läufst du hinten leer. Aber du kriegst hier noch. Ja, bringt nichts. Das bringt nichts, das ist vergebene Lebensmühe. So. Jetzt. Komm, machen wir Feierabend. Wir haben schon wieder kurz vor knapp. So. Dann vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Heute war mal ein bisschen gemütlichere Runde. Aber wir haben diesen hammergeilen Rucksack. Richtig nice. Ich freue mich. Also ich bin echt hin und weg. Das Ding ist so der Hammer. Richtig nice. Ja, dann wünsche euch alles Gute. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Mobus LP. Ciao, ciao.